Gut, und damit willkommen zurück. Ups, jetzt habe ich nach oben geguckt. Was ist denn da oben? Nix. Damit willkommen zurück natürlich zu dem Let's Play von Starforge. Und ich bin euer Tro, ihr seid hier auf dem Pro-Play-Channel. Und, jo, ich habe eigentlich soweit dann schon mal alles gesagt. Ja, und wie hat euch denn heute die Minecraft-Folge gefallen, ne? Wie war's? Wie war's? Wie war's? Ne? Schreibt es mir in die Kommentare. Ruhig auch bei Minecraft selber rein. Und teilt mir mit, wie ihr das fandet. Ja, und wir wollten ja heute was ganz Spezielles machen. Erstmal das Hausterchen, da die Seite fertig machen. Und noch was anderes. Mhm, wir wollten noch mit dem Hovercraft fahren. Richtig, mit dem Hovercraft. Was hab ich denn für einen Hut? Ach du meine Güte. Mein Hut, der hat drei Ecken. Drei Ecken hat mein Hut. Okay, der hat ein paar mehr, aber trotzdem. Es passt. So, wir wollen jetzt hier ein paar Steine abbauen und dann entsprechend mal gucken. Ja, und auch demnächst wird wieder bei Ayonara, wird es demnächst auch wieder ein paar mehr Let's Plays zu Hearthstone geben, ja. Sie wird mit euch zusammen dann ein Let's Play machen, entsprechend wahrscheinlich schon mit den neuen Karten aus Naxxramas. Vielleicht macht es auch eine Let's Play über Naxxramas, mal gucken. Müssen wir schauen, ich muss das noch mit ihr abklären, weil sie muss dann an meinen Rechner. Ja, und dann kann sie entsprechend ein Let's Play über Naxxramas machen. Freut ihr euch schon drauf? Ich werde natürlich entsprechend auch ein Let's Play machen, denn ich mache das ja bei Bekannten besser als sie, oder? Was meint ihr? Ihr kennt ja meine Hearthstone-Let's Plays. Ihr könnt das ja mal vergleichen, wie das Ayonara macht. Böse Blicke von rechts. Sie macht es doch besser. Aha, okay. Gut, da Challenge accepted, ne, Leute? Teilt mir mal mit. Ja. Sagen wir es mal so. Sollte sie jetzt auf einmal mehr Abonnenten bekommen, dann heißt das schon mal, gut, sie macht es besser. Sollte sie es nicht besser machen, dann bleibt es bei den paar Abonnenten. Und jetzt enttäuscht mich nicht, Leute. Ihr seid auf meiner Seite. So. Jetzt machen wir hier gerade mal hier ein bisschen Tiefenbau. In die Höhle wollen wir auch vielleicht nochmal. Ja, und beim letzten Mal haben wir ja schön das Raumschiff besucht. Ja, es war jetzt nicht weltbewegend. Ihr könnt mir aber mal schreiben, gibt es hier eigentlich vielleicht ein zweites Raumschiff? Wie schnell ist das Hovercraft, was ich jetzt fahre? Weiß jemand die Kilometer? Also das Tempo, was es so im circa im Durchschnitt fahren wird. Gut, das haben wir jetzt erledigt hier. Und jetzt können wir hier noch ein paar Steinchen bauen. Ach, jetzt mache ich hier zu. Blocks. Machen wir mal 20. Nein, wir können sogar schon 40 machen. Ich rechne mal falsch. Ich rechne mal mit 10 und nicht mit 5. Ist auch so ein kleiner Fehler. Und dabei habe ich Mathe so gut eigentlich mal abgeschlossen. Gut. Ja, was kann man denn jetzt hier noch so erleben? Genau, wir wollten unseren Laserturm, beziehungsweise wir wollten ja nicht unseren Laserturm. Wir wollten ja entsprechend. Oh? War das das letzte Bing? Stille? Sollte es wirklich soweit sein? Ich nehme hier die raus. Nehme hier die raus. Warte jetzt, dass die Blöcke fertig sind. Dann kann ich die nämlich hier entsprechend platzieren. Bingo. 1, 2, 3. 1, 2. Das sieht auch gut aus. Nein. Oh. Manchmal springt er echt so schlimm umher. Gut, das sieht schon mal gut aus. Jetzt muss ich halt nur gucken, wie ich das hier mache. Weil da komme ich gar nicht ran. Muss ich wahrscheinlich jetzt hier einmal hochspringen. Ja, ich weiß, es ist schon wieder so eine kleine, gewisse Baufolge. Aber ohne diese Baufolgen wäre es doch langweilig. Oder? Ja, ich denke mal, ihr wollt schon miterleben, wie ich das hier alles so schön aufbaue. Halt! Bevor ich jetzt hier weitermache. Das sieht ja schon mal sehr gut aus. Und hier habe ich ja ein bisschen offen. Diese Tür hier stört mich. Irgendwann stehe ich hier dann auf im Let's Play und dann steht gleich ein Leeches vor der Tür und dann hallo. Ah, nicht zu weit. Nicht zu weit, ganz wichtig. Gut, das sieht gut aus, das sieht gut aus, das auch. Jetzt haben wir hier ein schönes Fenster. Eigentlich könnte man das fast schon so lassen, oder? Ja, solange es hier keine Fenster gibt. Hm. Die Frage ist, kommen da Leeches rein? Nee, eigentlich nicht. Eigentlich nicht. Ach, obwohl, warte mal, hier kann ich ja auch schon mal gleich die Gänge entsprechend weitermachen, ne? Ja, das sieht doch. Gut, hm.
Was meint ihr, soll ich das so lassen, um zu gucken, wie das Wetter draußen ist? Ja, lass ich mal so. Sieht aus wie ein schönes Fenster, das gefällt mir. Ah, hat ja auch ein bisschen was von den Sims so gesehen, ne? Muss sie ja so ein bisschen einrichten, ne? Seine Einrichtung entsprechend machen. Und ja, ich würde es mal mit den Sims vergleichen, ja? Wahrscheinlich jetzt die Frauen unter euch von den Zuschauern... was redest du da für ein... Naja, egal. Was redest du da für einen Quatsch? Das sieht doch nicht aus wie bei den Sims, das sieht aus wie bei Starforge. Ja, richtig, aber vom Prinzip her könnte man doch gleich meinen, ja? Gut, das haben wir, das haben wir, das haben wir. Jetzt wollten wir einen Power Generator bauen. Wo haben wir ihn denn? Den kleinen Power Generator. Da ist er doch. Wie lange dauert der? Boah, lange dauert er nicht. Passt, aber wo bauen wir den hin? Oh. Der ist ja wirklich klein und niedlich. Ich könnte den mitten in den Raum packen. Das sieht aber auch irgendwie komisch aus. Packe ich den oben drauf? Macht ja fast sogar Sinn. Das Problem ist, ich komme nicht hoch. Ah, da komme ich hoch. Gut, dann würde ich sagen, baue ich den mal hier hin. Ja, hier. Collect Item, Security Settings, das passt auch. Gut, dann müssen wir als nächstes, was war das? Für den normalen Laserturm brauchen wir Sand, Voltronic und Graphen. Graphenbarren, dafür brauchen wir Graphen. Wo haben wir es denn? Moliziumsstahl, Graphen, dafür brauchen wir Garrison Ore. Das heißt, das war alles da hinten. Sand war in der Richtung ist dann das andere. Also können wir jetzt das erste Mal wirklich mit einem guten Grund hier losfahren. Bäh, das tat weh. Enter. Boah, guckt euch das an. Boah, ist das... Ist das der Hammer? Jetzt mal im Ernst, Leute. Ist das der Hammer? Guckt mal. Wow. Also mal von außen gucken. Wow. Stopp. Ruhig, Brauner. Und aussteigen. Das ist doch... Wow. Gut, dann machen wir hier mal... Voltronic-Erzer. Oh, das macht wieder so schöne Geräusche. Ja, und in der Hoffnung, dass meine Baguettes nicht verbrennen, erinnere ich jetzt nochmal ganz gekonnt meine Herzdame da dran, weil nämlich jetzt schon 8 Minuten beim Let's Play vergangen sind und ich sie 20 Minuten sogar vorher reingemacht hatte. Das heißt, die werden wahrscheinlich jetzt gut durch sein, das heißt, es wird ganz knusprig. So, wie viel Voltronic brauchen wir denn? Wie viel Voltronic-Erz brauchen wir? Wir brauchen... Ach, 3 Stück. So wenig nur, da geht mehr. Solange keine Leeches da sind, ist alles in Ordnung. So. Und was hatten wir hier? War das der Graphen oder war das das andere? Dark Matter Shale. Gut, es fehlt uns nur noch Graphen. Graphen war da hinten, das heißt, wir steigen nochmal in unser Fahrzeug. Und fliegen nach da vorne. Das sieht so geil aus. Wow. Das war kein gelungener Sprung. Das ist Kristallerz. Okay, das bringt uns jetzt leider auch nicht weiter. Das heißt, wir dürfen weitersuchen nach Graphen und nach Sand. Beziehungsweise Garrison. Wo haben wir Garrison Ore? Nee, ne? Und ich bin so weit gelaufen? Jetzt mal ernsthaft, Leute. Ist das jetzt hier... Das habe ich beim letzten Mal echt nicht gesehen, ne? Ich glaube, Titanienbarren brauchen wir sogar hierfür, um das herzustellen. Ja. Und hierfür Monolithium. Okay, Monolithium. Wir nehmen jetzt hier einfach mal so ein bisschen was an Titanium mit.
In der Hoffnung, dass wir hier auch was mit anfangen können. Ja, ihr seht langsam so, wenn die Phasen von den Updates dauern, dann, ja. Das war das. Das war dieses Dark Shadow Matter. Kann man hier durch die Bäume durch? Nein, man bleibt hier echt ernsthaft an den Bäumen hängen. Wie cool. Das heißt, hier muss ich wieder ganz schnell raus navigieren. Dann fliege ich hier mal außen rum. In der Hoffnung, hier irgendwo Graphen zu finden. Da hinten sind schöne Berge. Aber schießen kann man mit dem Ding hier leider nicht. Dafür hat es auch keinen Spritverbrauch, also sehr sparsam, was die Umwelt angeht. Finde ich echt interessant. Ja, aber wir suchen trotz alledem noch weiter Graphen. Können wir eigentlich den anderen... Oh, falsche Taste gedrückt. Eieiei, das wäre beinahe richtig böse ins Auge gegangen. Ich wollte gucken, ob ich hier mit Tab... Ja, das geht. Gut. Was wollte ich denn gucken? Was wollte ich denn gucken? Genau, kann ich schon einen neuen Bohrer? Nee, ich kann nur eine Kettensäge... Und die Paintgun. Okay, gut. Dann hat sich das erledigt. Das heißt also, den neuen Bohrer muss ich irgendwann nochmal finden, um den herstellen zu können. Aber wahrscheinlich brauche ich dafür auch Graphen. Oder, nee, Garrison Ore. Ja, Graphen Barren, aber Garrison Ore. So, jetzt sieht man hier mal schön, wie sich hier so langsam die Welt generiert. Was, so gesehen vollkommen für den Hintern ist. Ja, und so wirklich was gefunden haben wir jetzt hier nicht. Ich beiße in der Zeit mal genüsslich in meinem Baguette. Ah, das ist heiß. Ich warte doch noch ein bisschen. Das heißt, ihr müsst mich noch nicht knuspern hören. Naja. Habe ich mir jetzt die Finger dreckig gemacht. Ja. Gut, wir fliegen hier über eine leere Landschaft. Wow, so kann man schnell mal eine, ja, 360-Grad-Drehung machen. Ja, aber Mensch, endlich haben wir hier mal ein schönes Fahrzeug, können damit entsprechend was anfangen. Das Problem ist, ich weiß gar nicht, ob ich das nochmal einstecken kann, das Fahrzeug. Nicht, dass es verschwindet, wenn ich mich auslogge. Da müsste ich mir echt noch eine Garage bauen, ne? Aber wir brauchen... Wow, 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 Baum, 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 Baum. So, jetzt gucken wir mal. Da ist das Raumschiff. Das ist hier doch nicht etwa alles Stein, oder? Ich brauche ja eigentlich Stein, ne? Gucken wir mal, ob das wirklich Stein ist. Tatsache, das ist Stein. Na, das kann ja ein bisschen länger dauern. Mal gucken, ist die andere Hälfte vom Baguette schon... Delicious. Für die Leute, die jetzt gerade dann Hunger bekommen, weil ich jetzt gerade am Essen bin, ist das kein Problem. Fragt eure Frau, fragt eure Mama, fragt eure Freundin, wie auch immer. Oder geht selber in den Backofen und haut euch eine schöne, gemütliche Pizza rein, während ihr diesen Part am Genießen seid. Und nein, ich werde jetzt hier keine Schleichwerbung machen oder sonstiges und sagen, was das ist. Das kann man dann mal im Livestream machen, wenn man mich da was fragt oder sowas. Ich so gerne esse oder so. Und das, dafür sind die Livestreams da und dafür haben wir auch den Livestream am Freitag. Auch da werden wir wieder Starfort entsprechend handhaben. Ja. Wie gesagt, ich nehme jetzt hier ein paar Steine mit, damit ich entsprechend schnell ein... Hangar mir bauen kann. Den kann ich ja gleich dann derzeit craften lassen. Mhm.
ich denke mal, wenn ich so 500 Stück mitnehme, würde das passen. Klar, jetzt hätte ich gerne den anderen Bohrer, aber naja. Mumpy Mumpy während eines Let's Plays. Hatte ich auch bisher noch nicht. Das Problem ist bloß, ich bin gerade frisch von der Arbeit gekommen. Muss dann gleich noch in die nächste Aufnahme. Also, für euch ist das dann natürlich schon die Aufnahme jetzt gelaufen. Ja, aber man muss ja halt für euch auch entsprechend was vorbereiten. Sonst ist das ja langweilig für euch, ne? Und deswegen muss ich jetzt schnell noch was essen, damit ich dann nachher die Aufnahme vorbereiten kann und so weiter und so weiter. Daher, nehmt mir das bitte nicht übel. Ja. Ich habe ja auch schon gesagt, zurzeit habe ich sehr wenig Zeit. Und darum versuche ich das alles irgendwie miteinander zu verbinden. Familie, Arbeit, Essen, Schlafen. Wobei Schlafen bei mir ein bisschen kürzer treten muss, nur für euch. Ja, ich verpenne auch schon teilweise. Aber das ist ja eine andere Sache. Bisher habe ich es immer noch rechtzeitig zur Arbeit geschafft, aber ja. Dafür bei anderen Sachen verpennt. Okay, hier ist ein riesengroßer Block, aber egal. Wir fliegen mal schnell weiter. Da kommen nämlich Leeches. Und es wird dunkel. Es hat sogar Scheinwerfer. Gut, dann holen wir jetzt mal unseren Sand, den wir noch haben wollten. Und irgendwann finden wir auch den Graphenblock. Ich glaube, dass da hinten könnte sogar der Graphenblock sein. Wum, macht es. Im Schnee der Graphenblock. Wie schön ist das denn? Mit was für einer Eleganz er da drüber schwebt, oder? Ich hoffe mal, dass es Graphen ist. Könnte aber auch glatt Schnee sein. Das sieht dann doch eher nach Schnee aus. Das heißt, wir kümmern uns doch erstmal um den Sand. Hier kommen wir doch niemals mit dem Fahrzeug durch. Ist das hier überhaupt Sand? Ja, ist Sand. Gut, ja, durch die Dunkelheit sieht der Sand natürlich dann entsprechend ein bisschen anders aus. Ja, und ich habe schon gesehen, also meine Let's Plays so von Rust und Seven Days to Die, also Leute, wirklich, muss ich sagen, dass die so gut bei euch ankommen, hätte ich jetzt nicht gedacht. Ich werde das dann auch so weiter durchziehen. Immer je nachdem, wie ich gerade Lust und Laune habe, wie es sich passt zeitlich, werde ich dann entweder Rust machen, Seven Days to Die, Minecraft und, ja, Starforge bleibt natürlich für euch als, Grund überhaupt, dass ihr zu mir gekommen seid, bleibt das natürlich, ne? Und wir werden halt gucken, wie sich das weiterentwickelt von den Zuschauerzahlen bei Rust, bei Seven Days to Die und Minecraft, ja? Und dann dementsprechend muss ich halt dann umswitchen und von Classic Games dann vielleicht gegebenenfalls sogar auf, ja, nur noch Sandbox Games, ne? Mir macht es Spaß, ja? Und, ja. So, da sollte ich jetzt erstmal genügend Sand haben. Jetzt brauche ich nur noch Graphen, aber wo habe ich das Graphen her? Weiß das noch jemand? Gucken wir einfach mal in der Richtung, langsam. Mein Licht ist auch sehr eingeschränkt und komisch, vorhin waren hier noch keine Bäume. Verdammt. Gut, jetzt in der Dunkelheit ist es ein bisschen schwer, Graphen zu finden, beziehungsweise Garrison Ore. Ah, das heißt, wir müssen jetzt erstmal doch wieder zurück. Und das machen wir jetzt auch. Wir fliegen wieder zurück in die Basis und werden erstmal versuchen, noch schnell unseren Hangar in dieser Folge zu bauen. Ich hoffe mal jetzt nicht, dass sich dieses ein Baum auf dem Eimer plötzlich vor mir auftaucht. Wäre ein bisschen doof. Vielleicht gehe ich in der nächsten Folge mal auf den Berg. Das wäre auch keine schlechte Idee. Wahrscheinlich finde ich da Graphen. Das sah gerade so ein bisschen in Richtung Graphen aus, aber
Irgendwie auch nicht so. Wow. Ich habe mal eine Frage. Was passiert, wenn ich den jetzt erwische? Nix, der ignoriert mich. Cool. Eigentlich so ausloggen und dann passt das. Auch nicht schlecht. Wusste ich gar nicht, dass sie einen dann ignorieren. So, da ist das Schiff. Oh, da ist mein... Moment. Jetzt ernsthaft? Ihr wollt mir sagen, dass meine Basis so klein ist? Was muss ich denn da für einen Hangar bauen? Ah ne, ich schwebe so hoch in der Luft, ne? Warte mal, kann ich runter? Tatsache. Gut. So, dann steige ich jetzt hier mal aus. Dann kann ich nämlich mal gucken. Oh mein Gott, muss das groß sein. Ja, dann kann ich jetzt hier erstmal entsprechend Steine. Es müssten 60 Stück sein erstmal. Sollten reichen, um da ansatzweise was zu bauen. Dauert ja nur 60 Sekunden. Ein bisschen ärgerlich, dass man nicht gucken kann, was man in der Zwischenzeit bauen könnte. Was haben wir da? Voltronic Erz. Dafür brauchen wir Garrison Ore. Monolithium. Können wir so lange vielleicht einen Monolithium-Barren herstellen? Das wäre ja schon mal die Idee, dann bräuchten wir die später nicht herstellen. Wo wollte ich denn hin? Da ist mein Bett. Da. Mal gucken. Monolithium können wir sogar herstellen. Ist ja perfekt. Ich würde sagen, schmeißen wir doch immer gleich das Ding hier an. Und hauen das Monolithium rein. Was haben wir hier? Antimatter und Dark Sulfur. Aber für Graphen brauchen wir was anderes. Titanium. Dafür müsst ihr erstmal Titaniumbarren herstellen. Dafür brauche ich aber... ist auch schon wieder alles doof. Ah, warte mal. Waren das jetzt ernsthaft die Steine? Das waren die Steine. Leute, wir können unseren Hangar bauen. Dann baue ich jetzt hier meinen Hangar hin. Gut. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ja, müsste eigentlich fast reichen. 5, 6. Oh, das wird aber echt eng. Obwohl, ich hatte sogar noch Platz für noch einen. Oder? Wir müssen gleich jetzt mal gucken, ob wir das Gerät hier entsprechend landen können. So. Boah, das dauert echt so lange, bis er das immer... Also man kann hier nicht so von wegen klick, klick, klick. Das geht ja leider nicht, ja? So, klack, 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 klack. Drunter ist natürlich schön Luft. Ah, was meint ihr? Reicht das? Oder doch noch lieber einen nach hinten? Ah, noch, lieber noch einen nach hinten, würde ich sagen, oder? Ah, egal, wir müssen ja eh zum Raumschiff. Können wir mal landen. Okay. Nein, 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 nein. Hoch da. Zurück, zurück, zurück. Jetzt ja nicht runterfallen. Ah, gut. Müssen wir hier noch ein bisschen doch noch nach hinten erweitern, hätte ich es nicht gedacht. Sollte aber soweit eigentlich dann... passen. Jawohl, ja. Haben wir doch schon mal einen schönen Hangar für unser Raumschiff. Und dann hoffe ich mal, dass das in der nächsten Folge entsprechend stehen bleibt. Ja, und wie es weitergeht und ob wir jemals noch Garrison Ore wieder finden, das erfahrt ihr in einer der nächsten Folgen. Denn ich bin euer Tro. Hier können wir unser Raumschiff betrachten. Oder unser Hover. Tschö, tschö.